darf jetzt ankündigen, Anne Jung von Medico International. Medico International ist wahrscheinlich auch den meisten bekannt. Es ist eine Organisation, die sich auch seit vielen Jahren und Jahrzehnten einsetzt, vor Ort in Krisengebieten und versucht dort auch von unten heraus Hilfe zu organisieren, zur Selbstorganisation. Ich freue mich sehr, dass Medico auch hier im Bündnis dabei ist, um klarzumachen, wie wichtig es ist, sich hier einzusetzen. Anne Jung, herzlich willkommen. Das Zusammenkommen mit euch heute hier in diesen unerträglichen und untragbaren Zeiten in einer Welle von Solidarität mit den Flüchtenden ist Ausdruck von Widerstand gegen die Logik des Krieges und Zeichen politischer Hoffnung. Vielen Dank dafür. Es ist wunderbar zu sehen, dass sich gerade überall solidarische Netzwerke bilden, dass sich die Willkommenskultur von 2015 wiederbelebt, die lange zur Gefahr erklärt wurde. Die Helfenden wurden im Stich gelassen, das Asylrecht verschärft, Angst gesät. Die Stärkung einer Zivilgesellschaft, einer Gesellschaft der vielen, die teilt und die offen ist, blüht jetzt wieder auf. Unsere Partnerorganisationen unterstützen rund um die Uhr im polnischen Grenzgebiet alle Menschen, die vor Putins Bomben fliehen müssen, und begleiten sie gemeinsam in sichere Nachbarländer. Ihre Unterstützung gilt auch und gerade denen, die aus rassistischen Gründen durch das Raster solidarischer Unterstützung fallen. People of Color, Studentinnen aus afrikanischen Ländern, Roma, sie alle werden aus Zügen geworfen, in Lager gebracht und sind zu wenig geschützt. Doch Menschenrechte sind unteilbar. Alle Menschen haben ein Recht auf Flucht. Auch in Russland gehen in diesen Wochen unter großen Gefahren Menschen gegen den Krieg auf die Straße. Die Kriegsgegnerinnen in Russland und Deserteure brauchen sofort auch Schutz und ein Recht auf Asyl. Und es ist unerträglich zu sehen, wie hierzulande russische Institutionen beschädigt werden und Menschen aus Russland bedroht werden. Das müssen wir entschieden zurückweisen. In Polen, in Russland oder hier bei uns. Gemeinsam senden wir eine Botschaft gegen die Ohnmacht des Krieges und gegen die Verzweiflung. Das alles ist Ausdruck einer neuen, sich formierenden internationalistischen Bewegung, einer Diplomatie von unten, da wo die UNO versagt, weil sie eben nicht die Macht hat. Eine internationalistische Perspektive einzunehmen, meint auch, die globalen Auswirkungen dieses Krieges zu benennen, die angesichts des Schreckens der Gewalt in der Ukraine und eines Erschreckens über einen Krieg hier in Europa drohen, übersehen zu werden. Millionen Menschen im globalen Süden sind von Hunger bedroht, weil ihnen in ihren Ländern die Brotpreise infolge des Krieges ansteigen. Durch die Pandemie und die Folge der Klimakrise verschärfte sich die Lage bereits. Nun droht die völlige Eskalation. Diese Fehler der Pandemie dürfen sich nicht wiederholen. Wenn jetzt im Krieg Weizen für die reichen Länder gebunkert wird, so wie die Impfstoffe in der Pandemie, dann verlieren wir hier nicht nur das Vertrauen der Weltgemeinschaft, sondern schaffen auch die Grundlage für neue Kriege und Verelendung. Diese Weltkrise verlangt von uns allen den Mut, neue Wege zu gehen, auch von der Politik. 100 Milliarden für die Bundeswehr sind dabei keine Antwort. Die Militarisierung der Europäischen Union darf nicht zur Richtschnur unserer Zukunft werden. Denn sonst laufen wir Gefahr, den autoritären Bedrohungen unserer Zeit bald wehrlos gegenüberzustehen.
Und mutiges Handeln in der muss jetzt beginnen. Dazu gehört, solidarische Netzwerke der Flucht müssen weiter unterstützt werden. Ein Schuldenerlass muss umgehend umgesetzt werden, damit die arm gehaltenen Länder Weizen kaufen können und nicht die Kredite der reichen Länder bedienen. Die Fleischproduktion muss jetzt reduziert werden, damit Menschen nicht für die Schnitzel auf unseren Teller verhungern müssen. Die Verursacher der Klimakatastrophe müssen verpflichtet werden, die Folgen auszugleichen. Die Staatengemeinschaft muss alle Wege der Diplomatie zur Beendigung dieses Krieges nutzen. Ja. Eine Friedenspolitik, die ihren Namen verdient, braucht nicht weniger als eine globale Umverteilung, für die ein rechtlicher Rahmen sofort und jetzt geschaffen werden muss. Vielen Dank.